diesem Video möchte ich euch einen mittelgroßen Weltenfehler zeigen, der sich auch in die finale Version von The Sims 4 in 2014 eingeschlichen hat. Als ich mir The Sims 4 relativ zum Release gekauft habe, war ich anfangs immer neugierig, wie die Entwickler die Welten in The Sims 4 aufgebaut haben und wie diese aus einer anderen Perspektive aussehen. Wenn man hier im Live-Modus die Tab-Taste drückt, kommt man in die schon bekannte Kameraansicht, mit der man sich auch die Region im Hintergrund genauer anschauen konnte. Doch als ich in Willow Creek etwas herumgeflogen bin, habe ich eine interessante Entdeckung gemacht. In dieser Region auf der Karte lässt sich neben den zwei bekannten Grundstücken im Hintergrund auch noch ein drittes Grundstück versteckt hinter ein paar 2D-Bäumen erkennen. Auf diesem haben die Entwickler ein paar Objekte platziert, außerdem wurde hier ein kleiner Raum mit nicht mehr vorhandenen Boden gebaut. Wenn man genau zielt, kann man auch ohne den Tab-Modus im Hintergrund das Aufleuchten des Grundstückes erkennen, welches man aber nicht anklicken oder bereisen konnte. Irgendwann später wurde der Fehler bemerkt und das Grundstück entfernt, welches vermutlich nur aus Testzwecken dort in der letzten Ecke platziert worden war. Das war's mit diesem kurzen Sims 4 Funfact, den ich persönlich eigentlich ganz lustig und interessant fand. Also dann, bis zum nächsten Video.